Gerade an diesem historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale, wo die Unterdrückung der Pressefreiheit organisiert worden ist, glaube ich, ist es passend zu diskutieren über die Fragen, wann ist Pressefreiheit bedroht und dass Pressefreiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Es gibt viele Menschen in Deutschland, die schon sehr Demokratie erfahren und demokratiemüde sind und so mit Hassbotschaften um die Ecke kommen oder auf Demonstrationen auch Journalisten bepöbeln. Das ist auch ein Phänomen in Dortmund. Wir haben in Dortmund eine sehr agile Neonazi-Szene, die auch Straftaten, Gewalttaten begeht. Diese Übergriffe richten sich auch gegen Journalisten, gegen meine Redaktion, gegen mich, auch gegen andere Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb rede ich gerne über Pressefreiheit, denn man will, dass wir zu bestimmten Themen schweigen. Wir Journalisten sind aber zu viele. Wir haben auch überhaupt keinen Bock dazu, über die politischen Zustände in Deutschland zu schweigen und wollen unsere Arbeit machen. Und wir setzen uns eben vor allem für Kollegen in anderen Teilen der Welt ein, die es sehr viel schwerer haben, ihre Arbeit zu tun, als wir hier in Deutschland. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand zum Beispiel ins Gefängnis kommt oder eben unter Druck gerät in seiner Gesellschaft, dass es enorm hilft, wenn man internationale Öffentlichkeit mobilisiert. Können Sie mal ein bisschen lüften, wie die Verkettung und die Nähe zwischen Politik und Journalismus in Deutschland heute aussieht? Naturgemäß hat ein Journalist auch Nähe zu Politikern, weil er muss ja mit ihnen sprechen, er muss sie ja befragen. Und dass aus der Nähe keine Kumpanei wird, das ist ja wohl die größte Aufgabe eines Journalisten, dass er sagt, ich habe eine distanzierte Betrachtung zu dem, was du sagst. Und dass Politiker gerne sich positiv dargestellt sehen wissen in den Medien, ist doch irgendwie klar. Und das ist eben Aufgabe des Journalisten, das richtige Bild zu zeichnen, ja, und dahinter zu schauen, was los ist. Und da muss man klar sagen, ich finde das nicht so schlecht bestellt insgesamt bei unseren Printmedien, weil die großen Sauereien und Skandale, die wir in den letzten Jahren hatten, wurden eigentlich fast immer von Zeitungen und Zeitschriften aufgedeckt. Wir kennen ja leider alle auch die Hochzeiten zu Pegida beispielsweise, als es immer wieder Lügenpresse hieß aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft oder so Kommentare wie Systempresse, all das, wo eben vorgeworfen wird, dass Journalisten, Journalistinnen eben diese Anrufe bekommen beispielsweise und gesagt bekommen, was sie zu schreiben haben. Und abgesehen davon, dass es halt ein super, ja auch ein demokratiefeindlicher Kommentar ist, ist es auch gegen Journalisten, Journalistinnen eine ziemliche Anschuldigung, weil man macht ja seinen Job, indem man berichtet. Weil ich glaube, wir müssen auch noch ganz viel informieren und aufklären. Mir ist das gestern Abend so gegangen, dass mich der Taxifahrer gefragt hat, warum ich denn da bin in Berlin, was ich denn mache. Dann habe ich ihm das erklärt, sagt, aha, das ist ja interessant. Aber sagen Sie, haben wir denn in Deutschland wirklich richtig Pressefreiheit? Gibt es das? Und da war ich dann schon ein bisschen baff, also dass er das wirklich in Frage stellt. Und der war jetzt nicht so komisch, war nicht einer von der anderen Blase. Der war wirklich eigentlich relativ vernünftig. Und dann hat er gesagt, ja, also er guckt ja gerne heute Show. Dann habe ich gesagt, na, sehen Sie, stellen Sie sich das mal vor in anderen Ländern. Sie haben gerade einen Osterhasen gekreuzigt, ja, und wurden natürlich verklagt deswegen. Und dann wurde gesagt, nein, es ist Satire, sehen Sie. Also, was ich damit sagen will, es ist wirklich noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten in allen Bereichen. Also ich würde euch bitten, den Artikel 5 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit, auch selbst in Anspruch zu nehmen. Das macht ihr bereits. Aber stellt euch auch schützend vor denen und vor diejenigen, die von Hasskommentaren im Internet betroffen sind. In Europa, in der Slowakei und Malta sind in der jüngsten Vergangenheit eine Journalistin, ein Journalist umgebracht worden. Die auf Malta, die Journalistin, ist mit ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Also in beiden Fällen haben die Journalisten eine Beziehung zwischen Regierung und organisierten Verbrechen herstellen können. Und das ist bis heute ungeklärt, diese Fälle. Also auch in friedlichen Ländern mitten in der EU passiert so etwas, wo Regierung versucht, Einfluss zu nehmen auf Journalisten, möglicherweise sogar mit verhängnisvollen Verbindungen zu Verbrechern. Pressefreiheit ist nicht geschenkt, sondern sie wurde erstritten. Und wenn wir nicht weiter dafür streiten, wird sie verschwinden. Und vielen herzlichen Dank für den Satz von Rosa Luxemburg da draußen. Freiheit, der steht auf den großen Plakaten draußen. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Den nehme ich mit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da waren.